Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Schön, dass ihr auf meinen Kanal Nasjojo eingeschaltet habt. Ich werde euch heute meinen Alltagslook nachschminken bzw. zeigen und auch die ganzen Produkte vorstellen, die ich jeden Tag verwende. Es ist ein Look, mit dem ich mich einfach wohlfühle und denke, dass er zu jedem Outfit passt. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen. So, jetzt fangen wir auch gleich schon damit an. Also mein Gesicht ist bereits gereinigt und auch gewaschen. Zuallererst kommt bei mir die Feuchtigkeitspflege. Ich benutze die von Avène. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so erkennen könnt. Wenn nicht, das steht auch alles in der Infobox nochmal unten. Das ist eine ganz normale Feuchtigkeitspflege ohne Parabene und Zusatzstoffe. Eigentlich das Perfekte für mich. Ich benutze auch im Alltag ganz oft meinen Primer von Smashbox. Das ist der erste Primer, den ich benutzt habe. Ich hatte davor noch nie einen. Und deswegen kann ich ihn jetzt auch nicht mit anderen vergleichen, aber ich finde ihn relativ gut. Und der mattiert und sorgt auch dafür, dass das Make-up richtig gut hält. Davon nehme ich immer ganz wenig und trage das wie eine ganz normale Creme auf. Jetzt sind wir bei dem wichtigsten Punkt meiner Ansicht nach, weil ich relativ dunkle Augenringe habe, wie man vielleicht auch jetzt im Video sehen kann. Der Concealer. Ich benutze einen von MAC. Das ist der Pro Longwear, der beste Concealer, den ich bis jetzt hatte. Was mich bei diesem Concealer nur stört, ist die Dosierung. Also mit dieser Pumpe ist es nicht möglich, ganz wenig rauszubekommen. Deswegen versuche ich das jetzt mal. Ja, ich habe es geschafft. Also ganz, ganz wenig wirklich, weil das dunkelt auch nach und man soll wirklich vom Concealer auch immer nur ganz wenig Produkt verwenden, weil sich das sonst in diesen kleinen Fältchen absetzt. Das gebe ich jetzt mit meinem Finger unter meine Augen. Wirklich nur ganz wenig. Dann nehme ich einen Definer-Pinsel von Zoeva. Ich werde heute nur mit einem Pinselset mich komplett schminken. Das ist das erste, was ich mir gekauft habe bei Zoeva und ist auch nicht das teuerste oder so. Wie ich bereits gesagt habe, ich habe relativ dunkle Augenringe, deswegen werde ich auf meinen Concealer jetzt auch mit meinem Ringfinger meine Camouflage Cream von Catrice aufgeben bzw. auftragen. So, um das Ganze zu setten, benutze ich ein Loose Puder von Chanel. Davon werde ich jetzt mit einem, also das ist jetzt ein Foundation Pinsel, genau auf meinen Concealer auftragen. Jetzt sind wir auch schon bei der Foundation. Also ich benutze von Armani Maestro. Das ist für mich die beste Foundation bis jetzt. Das hat so ein, also es ist relativ flüssig, wie man hören kann. Muss man richtig gut schütteln. Und bei dem ist es das Gute, das fühlt sich an wie Seide auf der Haut. Also das verschmilzt so schnell. Man muss wirklich nicht viel machen. Zum Auftragen gibt es dafür eine Pipette. So wie man das jetzt sehen kann. Das werde ich jetzt auch ganz schnell mit meinen Fingern auftragen. Werde ich mein MAC Studio Fix auftragen. Das ist ein Make-up und ein Puder gleichzeitig. Das heißt, es würde auch reichen, wenn man nur dieses Puder verwenden würde und eine Foundation drunter. Aber ich habe das jetzt so gemacht. Beziehungsweise, es gibt Tage, da denke ich mir, okay, mein Make-up reicht nicht aus. Da muss ich einfach mit Puder nachhelfen. Deswegen werde ich jetzt auch nicht so viel auftragen. Also wirklich nur mit einem Puderpinsel kurz drauf gehen. Jetzt kommen wir zu meinen Augenbrauen. Dafür benutze ich einen Pinsel von Anastasia Beverly Hills. Also das eine Ende hat eine Bürste, das andere hat einen ganz normalen Augenbrauenpinsel. Einen abgestreckten und ganz, ganz dünn. Zunächst muss ich meine Augenbrauen in Form bürsten. So, dann kann man es auch schon ganz gut erkennen. Danach werde ich meinen Augenbrauenstift wieder von der gleichen Marke verwenden. Da kann man auch wieder ganz gut erkennen, das ist so ein aufdrehbarer Augenbrauenstift. Für mich das Beste, was man machen kann, weil ich finde, die zum Anspitzen sind immer relativ cremig und hinterlassen so eine Spur auf der Haut. Und bei so aufdrehbaren Augenbrauenstiften hat man dieses Problem einfach nicht. Man kann ganz feine Linien zeichnen und die fallen gar nicht mehr auf, weil die halt auch nicht zu viel Farbe abgeben. Und hier hat man wieder ein Bürstchen, also man braucht sich eigentlich auch gar keinen Pinsel zu kaufen. Man kann es auch hier mit bürsten. So, dann fange ich jetzt mal damit an. Also ich fange immer unterhalb an. Die eine Seite ist jetzt auch schon fertig und mit der anderen Seite mache ich genau das gleiche. Ich fange wieder unten an, ziehe einen Strich und zeichne dann ganz kleine, mit ganz kleinen Strichen meine Augenbrauen nach. Also ich fülle sie somit auf.
sie am Ende dann immer nochmal, damit ich, damit dieser Übergang einfach von diesem Stift und meinen Augenbrauen viel natürlicher ist. Jetzt kommen wir zu meinem Augen-Make-up. Dafür werde ich meinen Primer von Urban Decay benutzen. Kann man das erkennen? Wie gesagt, steht auch alles auch nochmal in der Infobox. Davon werde ich nur ganz wenig auftragen auf mein gesamtes Auge. Also im Alltag benutze ich auch ganz oft Lidschatten und zu meiner Lieblingspalette gehört einfach die Naked Basic Palette, das ist die 1 und ich liebe diese Palette, das sind alles matte Töne, beziehungsweise, der erste schimmert noch ein bisschen, aber der Rest sind natürliche Töne und matte Töne, die einfach zu jedem Outfit passen, man kann sie wirklich jeden Tag benutzen, was ich auch mache. Ich benutze meistens diese zwei hellen Beige-Töne, das ist einmal Foxy und einmal VOS. Die gebe ich zusammen, ja, ich vermische diese Farben, gebe ich zusammen auf mein gesamtes Lid auf. So, ich finde, ich habe jetzt einfach hellere Augen, die vielleicht auch viel besser strahlen so. Und ich finde, durch diesen hellen Lidschatten in Matt hat man auch einen besseren Kontrast zum Eyeliner später. Wenn man möchte, kann man jetzt auch diesen ersten Ton, Venus heißt der, benutzen, weil der nämlich schimmert. Beziehungsweise Glitzerpigmente drin hat. Den kann man dann im inneren Augenwinkel auftragen, um dem Ganzen einfach ein Highlight zu verleihen. Das mache ich auch jeden Tag. Um meinen Augen eine gewisse Tiefe zu verleihen, benutze ich manchmal, aber auch nicht immer, diesen Naked 2 Ton. Dafür benutze ich einen relativ breiten Shader-Pinsel und fahre sozusagen um mein Auge rum. Beziehungsweise genau hier. So, das Ganze verblende ich dann mit meinem Crease-Pinsel. Jetzt kommen wir auch schon zu meinem Eyeliner. Ich benutze den von Manhattan, der heißt Amazing Liner. Muss nicht der sein, gibt bestimmt noch 1000 andere, die relativ gut sind. Ich habe jetzt einfach noch den da und werde den deswegen auch benutzen. Ich benutze jeden Tag Eyeliner, also ich weiß nicht wieso, aber ich brauche das einfach. Ich glaube, ich mag das, wie das im Kontrast zu meinen Augen steht und ich fühle mich einfach so viel wohler. Also ich fange meistens erst hinten an und ziehe mir einen Hilfsstrich, wie man möchte, und arbeite mich dann von vorne so nach hinten und verbinde diesen Strich dann nochmal. Und ja, das war's dann auch und auf der anderen Seite wieder das Gleiche. Nicht so, dass es jedes Mal klappt bei mir. Ich habe noch gar nicht vor allzu langer Zeit angefangen, Eyeliner aufzutragen. Ich habe davor immer nur Kajal benutzt und ich mochte einfach diesen weichen Übergang zu meinem Lidschatten. Mittlerweile ist es so, dass ich viel lieber Eyeliner benutze, aber ich habe mich leider noch kein Liquid Eyeliner rangetraut, deswegen auch dieser Stift. Aber so viel dazu. Ich meine, jetzt kommen wir zu meiner Wimperntusche. Also bei Wimperntuschen bin ich ziemlich penibel, glaube ich. Ich benutze nie nur eine. Ich weiß nicht wieso. Ich komme mit einer Wimperntusche einfach nicht klar. Für mich ist die perfekte Wimperntusche eine Wimperntusche aus diesen Borsten und eine aus Gummi. Also diese Kombi macht für mich eine perfekte Wimperntusche aus. Deswegen werde ich heute auch wieder zwei benutzen. Einmal die Deluxe Mascara, die ihr vielleicht von meinen Instagram-Fotos auch schon kennt, von der Marke LR. Und einmal von L'Oreal Volumillion Lash zur Couture. Ich werde jetzt mit der Deluxe Mascara anfangen. Ich zeige euch auch sofort wieso. Weil, genau das meine ich, das sind für mich diese Borstenbürsten. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall finde ich, diese Wimperntusche gibt genug Schwärze und auch genug Volumen. Und auch Länge, aber naja, ich trage sie erstmal auf. Schon zu meinem Aber. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Diese Wimperntusche, beziehungsweise alle Wimperntuschen mit dieser Bürste, trennen die Wimpern nicht richtig. Deswegen benutze ich dann immer noch so eine. Das sind nämlich Gummibürsten. Die trennen die Wimpern einfach nochmal. Dadurch, dass diese Gummizackenteile so weit auseinander sind und auch nicht aneinander kleben und auch nicht ineinander verhakt sind, kann man die Wimpern dadurch viel besser trennen. Zu meinem Rouge. Ich benutze
Ich bin da noch nicht so mutig. Ich benutze keine Rosatöne, keine Brombeertöne, keine Erdbeertöne, keine Kirschtöne, was weiß ich was. Ich benutze Erdtöne. Das ist jetzt von MAC, der Mineralize Rich. Moment, Lovejoy heißt der. Das ist so ein, kann man eigentlich auch mit so einem Bronzer vergleichen eigentlich, aber ich weiß nicht, für mich hat man so einfach das natürlichste Ergebnis, wenn man... ich ein bisschen highlighten. Dafür benutze ich meinen MAC Soft & Gentle Highlighter. Das ist so ein Puder-Highlighter und auch ganz praktisch. Man muss jetzt echt nicht so viel machen. Man kann mit einem ganz normalen Rouge-Pinsel das auftragen. Ich werde diesen Rouge-Pinsel aber etwas noch mit meiner Hand so einquetschen, dass das so eine breitere Fläche hat und aber auch eine dünnere deshalb. Und werde das dann auf oberhalb meiner Wangenknochen, oberhalb von meinem Rouge auftragen. Benutze ich auch immer unterhalb meiner Augenbrauen, um das hier so ein bisschen zu highlighten. Dafür werde ich jetzt auch meinen Ringfinger benutzen einfach. Jetzt sind wir auch schon fast fertig. Am Ende, also hätte ich eigentlich auch schon vorher machen können, aber ich mache das irgendwie immer am Ende, benutze ich jetzt ein, man erkennt nicht mehr so viel, aber das ist ein Augenbrauengel von Isadora. Das muss jetzt auch nicht von dieser Marke sein. Es gibt wirklich ganz, ganz viele von einer anderen Marke. Aber ja, ich habe, also sieht aus wie eine Wimperntusche. Ich habe den jetzt auch nicht in durchsichtig gewählt. Also in, das gibt es auch in so einem durchsichtigen Gel. Sondern in meinem Braunton. Ganz am Ende von meinem Make-up, also ich weiß nicht, ich bin wirklich stundenlang unterwegs. Ich gehe morgens um 8 aus dem Haus und komme abends um 9, 10, was weiß ich wie viel wieder zurück. Deswegen muss mein Make-up wirklich auch standhalten. Deswegen werde ich jetzt auch von MAC wieder, sieht man das? Ja, so. Mein, Fixierwasserspray benutzen. Ah, das nimmt auch so dieses Pudrige vom Gesicht. Also dieses Maskenhafte fällt komplett weg. Wenn ihr zum Beispiel ganz viel Puder benutzt, dann setzt sich das ja meistens so ab. Mit diesem Spray hat man diesen Effekt einfach nicht mehr. So, jetzt hätte ich es eigentlich auch schon fast vergessen. Natürlich ist es noch nicht komplett. Ich benutze meistens noch, bevor ich aus dem Haus gehe, gerade im Winter, meine Kaufmannscreme. Die gibt es bei DM für 3 Euro oder so. Ich habe im Winter relativ trockene und spröde und viel zu rote Lippen. Deswegen werde ich erst einmal diese Creme benutzen. Ich benutze im Alltag relativ oft Nude-Töne. Ich weiß nicht, also ich kann nicht mit Lippenstift rausgehen. Ich kann nie mit rotem Lippenstift in die Uni gehen. Ich finde es total, keine Ahnung, ich finde einfach, es steht mir nicht. Das ist jetzt von MAC ein Lippenstift. Das ist der Cream Sheen Cream de Nude. Der ist eigentlich perfekt im Alltag. Und ja. Das war es auch schon von meinem Alltagslook. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel erkennen. Und ihr wisst jetzt auch, wie ich mich den ganzen Tag über so schminke. Ah ja, hinterlasst mir ganz viele Daumen hoch natürlich und auch ganz viele Abos. Bis zum nächsten Mal.